Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das zweite Semester Humanmedizin und ich interviewe wieder Pauline, weil sie ja Humanmedizin studiert und jetzt im dritten Semester ist. Das heißt, sie hat noch einen ganz guten Überblick, wie ihr zweites Semester Humanmedizin in Sofia so ablief. Und ja, Pauline, ich überlasse dir mal das Feld. Erzähl mal ein bisschen was über die Fächer, über die Klausuren, damit die Leute einfach einen Eindruck bekommen, wenn sie sich auch überlegen, Humanmedizin in Sofia oder im Ausland zu studieren. Also hier in Sofia haben wir im zweiten Semester 8 Fächer gehabt, zum Beispiel Physik und Chemie und Sport, Anatomie, Bio, ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten, Latein. Und im Prinzip Bio ist am wichtigsten, weil das die schwerste Prüfung am Ende des Semesters ist. Okay. Chemie und Physik hat man auch eine Prüfung. Mhm. Ich meine, solche Prüfungen wie Bulgarisch, Latein und Sport, das sind halt Prüfungen, würde ich mal sagen, die man nebenbei machen kann. Okay. Ja, aber gerade Bio muss man sich reinhängen und muss echt viel, viel lernen. Aber ja, das ist alles auf jeden Fall schaffbar. Okay. Und ja, wie früh hast du angefangen zu lernen auf die Klausuren? Also Bio vor allem hat man halt unter dem Jahr schon immer solche Zwischenprüfungen. Und deswegen beginnt man nie von Null. Also das ist ja in den meisten Fächern hier so, gerade Anatomie hat man auch immer die Kolloquien. Immer so kleine Zwischenüberprüfungen, die einem selbst auch helfen, um zu sehen, wo man gerade steht und wie viel man dann bei der Prüfung noch dafür machen muss. Mhm. Und im Endeffekt habe ich vielleicht dann 2 Wochen gelernt für Bio, 1-2 Wochen. Circa. Okay. Chemie und Physik habe ich auch, also das war halt in der Prüfungsphase, mussten wir Physik und Chemie teilweise parallel halt schon lernen, weil die Prüfungen relativ nah beieinander waren. Okay. Ja, aber Physik war auch super machbar. Genauso wie Chemie, kommt halt drauf an, wie sehr es einem liegt oder auch nicht. Ja, dementsprechend muss man halt auch gucken, wo man seine Prioritäten setzt. Also es kommt, glaube ich, so individuell drauf an. Okay. Bio ist auf jeden Fall das Schwerste. Ja, und wie laufen die Klausuren so ab? Ist das ähnlich wie in Histologie, worüber wir ja schon im ersten Semester, im Video über das erste Semester gesprochen haben? Ja, genau. Also es ist ziemlich ähnlich. In Bio ist es nur so, dass man noch einen Stopptest davor hat. Okay. Das heißt, man kriegt 4 Fragen. Und muss die dann schriftlich ausfüllen oder halt die schriftlich bewältigen. Und wenn man die nicht schafft, oder ich glaube 2 muss man schaffen, und wenn man die eben nicht richtig hat, darf man nicht mal zur Prüfung antreten. Okay. Und ja, also deswegen, das ist so der einzige Unterschied. Danach ist es ganz normal. Man zieht seine Tickets mit den Fragen drauf, hat dann Zeit, sich schriftlich vorzubereiten und hat danach eine mündliche Prüfung bei verschiedenen Prüfern. Ich glaube, insgesamt sind immer so 4 verschiedene Prüfer im Raum. Es sitzen alle in einem Raum, bereiten sich drauf vor, sind alle leise und dann gibt es halt 4 Prüfer oder 5, könnte auch sein, und prüfen einen. Ja. Okay, cool. Du hattest erwähnt, dass du auch Sport hattest. Was macht man denn da genau? Ist das irgendwie so also mit Theorieunterricht über medizinischen Sport? Oder? Gar nicht, leider nein. Worum geht's da? Also im Prinzip ist, glaube ich, die Idee dahinter nur, dass wir vielleicht als Mediziner wissen sollten, wie ein gesunder Alltag aussehen sollte. Okay. Aber es ist leider, haben wir nichts mit Sporttheorie am Hut. Also was ich schade finde, weil mich das mega interessiert hätte, aber es ist einfach nur, man geht hin, macht 1 Stunde Sport, unter Anführungszeichen. Im zweiten Semester war es sogar nur so, dass wir da zum Tischtennisspielen hingegangen ist, was mega witzig ist, auch so zum Ausgleich ganz gut, wenn man viel zu tun hat. Dann wird man sozusagen überredet, einmal die Woche so ein bisschen Sport zu machen. Ja, ja, man kann sich aussuchen. Es gibt auch Basketball, gerade für die Jungs auch Fußball. Die waren da immer sehr interessiert dran. Ja, also man kann sich's im Prinzip aussuchen. Okay, und haben da Jungs und Mädels, du hast gesagt, Jungs haben Fußball, habt ihr zusammen Unterricht oder? Im ersten Semester war es so, dass wir getrennt hatten, da hatten die Mädchen im anderen Gebäude und im zweiten Semester hatten wir dann zusammen und das war mal ganz witzig, weil wir dann halt auch zusammen Tischtennis gespielt haben und okay, cool. Ja, auch so gruppenübergreifend, ich glaube, es haben 3 Gruppen zusammen. Ah ja, okay, das heißt, es ist eine Möglichkeit, auch nochmal neue Leute kennenzulernen, genau, ja, aus dem Semester, wenn man da vielleicht noch nicht, ja, Leute so kennengelernt hat. Das stimmt.
Cool, und also man kann zwischen Fußball, Tischtennis wählen und was gibt's noch? Basketball, dann haben wir in manchen Stunden Volleyball gespielt, was auch richtig cool war. Okay. Vor allem aus England waren dann ein paar professionellere dabei, die einem dann noch ein paar Sachen gezeigt haben. Nee, das war echt, das war schon witzig. Cool. Und du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass ihr in Gruppen aufgeteilt seid. Kannst du vielleicht darüber noch was erzählen, wie ihr im Semester, wie ihr lernt und ja, wie die Vorlesungen funktionieren und die Übungen, also wie ist die Uni strukturiert von der Ausbildung her? Also generell, man ist so, sagen wir mal, 6 bis 11 Personen so circa in der Gruppe. Es kommt drauf an, wie viele dann auch im Laufe der Jahre wechseln. Bei uns ist noch keiner gegangen, das heißt, wir sind unsere bestehenden 11 Leute. Okay. Wir haben alle Seminare zusammen. Also Seminare sind Pflicht oder halt man muss anwesend sein. Und dann die Vorlesungen kann man sich halt wie in Deutschland auch aussuchen, ob man hingeht oder nicht. Bei uns gehen die meisten nicht hin. Mhm. Bei mir ist es so fächerabhängig. Zu den meisten gehe ich nicht, weil ich drauf gekommen bin, dass es mir einfach nichts bringt. Ja. Aber wie zum Beispiel Anatomie oder so, da gehe ich immer ganz gern hin. Oder Physio jetzt dieses Jahr. Mhm. Das ist immer ganz interessant und man kriegt viele Nebenfakten noch so. Oder hat wenigstens alle schon einmal gehört. Das ist immer ganz cool. Gerade so bei so großen Fächern, wo es gut ist, dass man, also je mehr man hört, desto besser ist es. Mhm. Ja, aber bei Chemie und Physik zum Beispiel habe ich für mich halt entschieden, dass es mir nichts bringt. Okay. Und dass ich auch nicht mitkomme und dass es. Und das ist halt kein Problem. Ja, nein, gar nicht. Dann setzt du dich lieber zu Hause in der Zeit hier, oder? Genau. Ja. Okay, cool. Wie ist das denn von dem Stundenplan her aufgebaut? Hast du immer morgens Uni? Wann hast du frei? Hast du jeden Tag in der Woche Uni? Hast du Samstagsunterricht? Wie ist das im zweiten Semester so gewesen? Also samstags hatten wir zum Glück nie Unterricht. Man kann es zwar haben, manche hatten das, aber wenn, meist nur so Kurse wie Sport oder so, dass man dann halt für 1,5 Stunden Sport mal samstags in die Uni kommt oder so, was jetzt auch nicht so stressig ist. Im zweiten Semester hatten wir noch jedes Jahr Uni. Jeden Tag, sorry. Jeden Tag Uni. Okay. Aber jetzt im dritten haben wir 2 Tage die Woche frei gehabt und haben sozusagen Montag, Dienstag, Mittwoch alle Fächer aufeinander gepackt gehabt, was auch nicht immer so toll ist, gerade weil das für die meisten auch so ein Ansporn ist, wenn man halt morgens schon in die Uni geht, dann beginnt man den Tag gut, dann startet man halt gut durch und kann alles irgendwie strukturierter angehen und so ist es halt. Ein Semester lang, 4 Tage lang Wochenende zu haben, hilft einem halt irgendwie auch nicht so mit seiner Motivation. Ja, genau. Ja. Aber für einige, die halt günstig, also wenn man jetzt aus Deutschland kommt und mit Vistian Ryanair günstig nach Hause fliegen kann, ist das natürlich eine super Möglichkeit. Auf jeden Fall, ja. Gerade ich kenne ein paar Leute, die eine Fernbeziehung haben, die können dann halt jedes Wochenende oder sagen wir mal jedes dritte oder zweite Wochenende kommt dann entweder der Partner nach Sofia oder sie fliegen oder manche besuchen häufig ihre Freunde und Eltern in Deutschland, manche arbeiten sogar in ihrem Heimatland, da habe ich auch ein paar kennengelernt und manche arbeiten am Wochenende hier in Sofia, das geht ja auch ganz gut. Mhm. Zum Beispiel bei Telos International, in der deutschen Kundenberatung kann man ganz gut arbeiten. Ja, es gibt alle möglichen Leute, die eben dann diese Zeit halt gut nutzen können, aber natürlich für manche Leute, wenn man jetzt nicht so einen guten Anschluss hat, zum Beispiel weil man in Österreich lebt oder so, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so praktisch, aber gut, dann lernst du halt hier zu Hause, ne? Ja. Und ja. Nein, und auch hier, also ich meine, die Freunde, die man hier hat, dann macht man halt am Wochenende was mit den Freunden, aber eben zum Lernen an sich ist es halt, man kommt so raus aus seinem Rhythmus oder man findet nie so einen richtigen Rhythmus, wenn man einfach 4 Tage lang immer Wochenende hat. Ja, genauso wie wenn man Ferien hat und dann, also das ist ja genau das Gleiche. Das ist schwierig immer, ja, finde ich auch. Ja. Ja, okay. Wie gut hat dir das zweite Semester insgesamt gefallen? Sehr gut, also gleich wie das erste. Nur, dass es im zweiten halt schon irgendwie der Vorteil war, man kannte schon alles, man wusste schon irgendwie, worauf man sich einlässt, wo man sich mehr vorbereiten sollte oder weniger. Also dadurch, dass man das schon in so gewohnten Situationen ist, ist es halt leichter. Leicht, okay. Aber man hat halt mehr Prüfungen und deswegen am Ende des Semesters ist es schon schwieriger. Ja, gerade mit Bio, ne? Das ist ein bisschen genial. Bio sind auch viele durchgefallen. Ja. Also da. Und dann wiederholen die Klausur im Sommer und haben dann 2 Monate oder so, um sich darauf vorzubereiten. Genau, also,
man lernt ja nicht wirklich 2 Monate, aber man nimmt ja. man geht es, wenn man dann im ersten durchgefallen ist, wahrscheinlich schon nochmal ein bisschen ernster oder ernsthafter an. Ja. Und dann hat das auch geklappt bei allen jetzt, dass die Bio bestanden haben? Bio, ja. Mhm. Ja, okay, super. Cool, und wie war das mit der Lateinprüfung? Da hattest du auch eine Klausur, ne? Genau, ja, also vielleicht. Da hat man auch am Ende des Jahres die Klausur, aber da auch am Anfang lernt man halt so die Grundgrammatik, die Deklination, so wie es die meisten von uns Deutschen schon in der Schule hatten. Bei den Engländern war es ein größeres Problem, weil die halt vorher noch nie Latein hatten. Okay. Die haben sich auch reingefunden und die Prüfung ist jetzt nicht so schwer, also man hat auch Altklausuren gehabt und von daher mit denen war es dann gut zu lernen. Und okay, cool. Im ersten Semester war es nämlich so, da hatten wir größtenteils die Grammatik und im zweiten Semester kam dann erst die medizinische Terminologie. Und, dazu? Ja. Mhm. Also. Ah, ja. Okay, und Griechisch ist auch dabei? Genau, ja. Und was muss man da lernen? Ist das viel oder sind das nur Vokabeln? Das geht. Also größtenteils sind es eben nur Vokabeln oder halt ja, einzelne Fachbegriffe, die man dann übersetzen muss. Teilweise manchen Professoren sind die griechischen Sachen dann wichtiger, manche mögen die lateinischen mehr, also da kommt es drauf an, auf wen man hat. Ja. Okay, cool. Ja, das war's, denke ich. Wir haben jetzt, glaube ich, das zweite Semester auch ganz gut abgedeckt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe meine Kontaktdaten in der Infobox angegeben. Ihr könnt den Kanal abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Auch die Glocke abonnieren, auf die Glocke drücken, denn so bekommt ihr immer Nachrichten, wenn ein neues Video online kommt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt und meinen Weg und vielleicht auch ein Stück weit Paulines Weg weiter verfolgt. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Videos, euch hilft das Ganze weiter und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel und Pauline aus Bulgarien. Ciao. Tschüss.